Meine lieben Freunde, herzlich willkommen zu einem neuen Part von Mario Kart 8. Yeah, Baby! Ja, ich weiß, nicht Erster geworden im letzten Cup, aber das ist alles halb so wild. Im Bananen-Cup gab es nur die Silbermedaille. Aber wie gesagt, ich finde das nicht schlimm, denn dann habe ich wenigstens Gründe, etwas länger hier in diesem Grand Prix-Modus zu spielen. Und das ist ja ganz gut so, denn ich muss mich auch warm machen für den Online-Modus für euch. So, jetzt habe ich mir gedacht, ja, pass mal auf, die Serie The Legendary War Between Wolf and Cooper ist vorbei. Und deswegen nehme ich den Cooper jetzt auch einfach. Ganz einfach. Und ja, wir bleiben eigentlich bei dem, was wir so haben. Weil ich habe mir überlegt, die Metallreifen zu nehmen, aber ich finde, die sind gar nicht mal so geil. Und deswegen kommen wir jetzt, meine lieben Freunde, zum Sternencup. Sonnenflughafen, die Delfinlagune, der Discodrom und die Wario-Abfahrt. Gott, das klingt schon wieder nice. Das klingt schon wieder sehr nice. Da bin ich ja jetzt mal sehr gespannt, was auch diese Strecken können. Ihr habt ja den Vorteil, dass ihr euch auch mal auf die Umgebung konzentrieren könnt. Ich muss mich ja leider total aufs Rennen konzentrieren. Das heißt, ich muss selber irgendwann mal meine eigenen Videos gucken, um mir das mal nebenbei anzugucken. Oh, das sieht so geil aus jetzt schon. Die Idee mit dem Flughafen feiere ich ja jetzt schon. Boah, ich glaube, das wird übel. Das wird richtig heiß. Der Sternencup, meine lieben Freunde. Let's do this. Erstes Rennen. Come on, come on. Bin heiß. Und ab die Post. Jawohl, super Start. Super Start. Direkt mal auf Platz 3 nach vorne. Uah. Was haben wir hier? Achso, das ist nur... Boah, what the fuck. Erstmal in so einem fetten Flugzeug vorbei. Oh, und da kommt ein roter. Jupp. Und er trifft auch erstmal. Ah, ihr wollt unten lang? Okay, dann fahre ich auf jeden Fall mal oben lang. Denn da gibt es Items und es sieht mächtiger aus. Ah, die Feuerblume. Die hebe ich mal noch ganz kurz. Oha, wo man halt auch hinfliegt. Ne, ne, au. Ah, ich habe mir gerade richtig wehgetan. Weil ich mich so erschrocken habe. Hat der mich jetzt wirklich allen Ernstes in der Luft doch getroffen? Ich fass es ja nicht. Geil. Wir fliegen unten, er fliegt oben. Das kommt natürlich sehr geil. Oh, da muss ich euch halt jetzt alle mit meinen Feuerbällen eliminieren. Das hilft alles nichts. Oh. Vor allem richtig fies, dass er auch noch von den Wänden abprallt. Eigentlich ist das Item richtig nice. Oh, oh, der trifft mich doch. Oh, prallt der... Boah, Toto Arsch. Prallt der einfach mal eben an dem Reifen ab. Okay, jetzt habe ich es nicht nach oben geschafft. Egal, dann wissen wir auch wenigstens mal, wie es unten lang geht. Dritter aktuell. Ich fahre oben lang, damit ich die Münzen abgreifen kann. Oh, das war ganz, ganz, ganz schlecht. Okay, jetzt habe ich aus irgendeinem Grund gerade den Wheelie gemacht, von dem ich im ersten Part gerade noch gesprochen habe. Also muss ich einfach nur besser das Ding mal nach oben hinten ziehen. Und perfekte Landung inklusive Pilz. Das wäre jetzt natürlich auch ein tolles Finish gewesen. Bin ich der Einzige, der hier Antonio's Pro Skater 3 denken muss? Ich probiere jetzt das mit dem Wheelie gleich nochmal, wenn ich mal kurz nochmal ein bisschen Zeit habe. Hier bietet sich's gerade nicht so an. Und wieder den Sprung verkackt. Jetzt. Nee, egal wie ich das Ding ziehe, ich mache keinen Wheelie. Vielleicht war das... Ach so, das war wahrscheinlich nur wegen dem Speedstrap. Nein, nicht wieder. Schon wieder! Exakt dieselbe Position. Das ist ja wohl ein Witz. Das ist ja wohl ein schlechter Scherz in der letzten Runde. Wirklich? Das gibt's doch gar nicht. Und jetzt kriege ich noch eine fucking Banane. Oh, da hat er es verkackt. Da hat er es verkackt da vorne. Kann er noch vorbeiziehen an Yoshi? Ich fass es nicht, dass es mir zweimal passiert. Oh, schon wieder kein guter Einstand hier in unseren fünften Cup. Ich fass es nicht. Ja. Was soll ich dazu sagen? Delfinlagune ist next. Yo. Sag mal bitte nicht, du kommst doch mal eben raus.
auch hier wieder diese vielen kleinen Details. Die sind so wunderschön. Oh, Mann. Und besserer Start als Yoshi? Nein, null, der zieht erstmal voll davon. Ist klar, ne? Okay, hier kann ich noch nicht. So, bringt mir das was, hier da durchzuspringen? Wahrscheinlich nicht, ne? Ich müsste jetzt als... Ja, schieße doch mal ab. Lucky du. Oh, shit. Was für eine Kurve, ey. Hey, ein Rochen. Ach, du Schande. Das ist eigentlich mal richtig geil gemacht. Wow. Ja, genau, wir fahren auf ihm drauf. Ist klar. Okay, Doki. Boah, diese kompletten Unterwasser-Parcours, nicht komplett, aber die sind, sehen so mächtig aus. Ja, genau, nimmt sie mir noch das Item. Na gut, ich hab's. Kann ja eh. Weißt du was, Peach, dafür kriegst du eine auf die Fresse. Wow. Okay, das war definitiv auch kein guter Drift. Kann man an den Dingern noch hängen bleiben? Hoffe mal nicht. Oh, das ist doch mal wenigstens was ganz Interessantes hier. Jawohl. Nein! Allen Ernstes, man muss diesen Scheiß erwischen. Und zwar perfekt. Oh, das sieht nicht gut aus für mich. Das sieht geil aus. Boah, was explodiert denn da hinten alles, sag mal? So oft, wie ich diesen scheiß Controller gerade geschüttelt habe, ne? Das ist ja der Wahnsinn. Natürlich fahre ich dem hinten rein. Das ist so geil. Guck mal, wie sogar die Spielfigur nass ist. Wie der Cooper glänzt, wenn er ins Wasser fällt. Das ist so geil. Aber ne, ernsthaft, wirklich? Jetzt fliege ich und fahre dem hinten in seinen scheiß blauen Ding rein. Ich fasse es nicht. Das darf einfach alles nicht wahr sein gerade. Oh, der erste Stern, den wir aktiv sehen. Auch nicht schlecht. Selber hatten wir noch keinen. Ich bin siebter gerade. Was geht eigentlich? Aber ich habe ihn natürlich jetzt nicht getroffen. Mann, ey. Komm schon, komm schon. Wow. Wenigstens vor Yoshi. Ah. Wenigstens vor Yoshi wäre so gut gewesen. Fünfter. Und jetzt kommt auch noch ein Kugelwilli, ich fasse es nicht. Oh my god, sechster. Oh my god. Ich habe 8 Punkte Rückstand. Holy shit. Okay, das ist bisher auf jeden Fall mal die schlechteste Runde. Ohoho. Heftige Kiste. Gut, da muss ich mir was einfallen lassen. Jetzt kommt auf jeden Fall erstmal der Discodrom. Der sieht so gut schon wieder aus. Disco ist immer gut. Party, all night long. Yes. So, Cooper, jetzt müssen wir uns auch mal zusammenreißen hier. Selbst mit dem ersten Platz haben wir nicht wirklich noch große Chancen. Und das ist definitiv nicht gut. Jo, starten wir direkt erstmal mit dem Flug. Ach du Scheiße. Aber bei Strecken, die ich nicht kenne, da habe ich einfach das Problem, unter anderem dank dieser Drift-Geschichte. Das feiere ich noch nicht so. Ich hoffe, dass es da irgendwie noch, dass ich entweder mich dran gewöhne oder ich irgendwie noch eine Methode finde, besser zu driften. Ach, da ist ja Yoshi. Den wollte ich ja eigentlich abschießen, aber wenn er jetzt schon wieder so viel Bananen da hinten hat, muss ich ihn halt jetzt abschießen. Yes. Als Driften hat mir Mario Kart Wii einfach besser gefallen. Das ist eine geile Strecke eigentlich. Ach so, da kann man auch noch abkürzen. Lemmy macht das hier ganz gut. Yoshi ist Vierter aktuell. Wenn Yoshi Vierter bleiben würde, Lucky Two da vorne auch noch verkackt. Ich erste werde und Toad zweiter, dann könnte man eventuell noch was anfangen damit.
Dann ist das hier vielleicht sogar noch nicht gelaufen. Aber jetzt muss ich erstmal Erste werden und dann reden wir weiter. Boah. Was sind das irgendwie für Dinger? Was machen die mit einem? Lassen sich kurz drehen und dann ist aber auch schon wieder gut, oder? Hört ihr das? Das ist also, dass die Strecke genau so ist, also die Töne von sich gibt, wie du fährst, ist ganz cool. So müsste ich jetzt gerade aktuell nach Hause fahren. Aber ich sehe schon wieder kaum, das endet nicht gut. Da ist natürlich der Stachelpanzer. Was auch sonst? Was mache ich mir eigentlich eine Hoffnung? Verflucht, Alter. Okay, vielleicht mit... So sehe ich gefühlt gar nichts. Ich habe ja auch noch kein Gefühl für die Strecken. Ich fahre sie gerade zum ersten Mal. Nein, komm. Nein! Ich war gerade noch Erster. Komm jetzt noch an Lucky 2 vorbei. Aber es reicht nicht. Ja, so wäre es fast perfekt gewesen. Aber ich hätte Erster sein müssen und Toad Zweiter. Dann wäre es perfekt gewesen. Jetzt sind 5 Punkte Rückstand. Jetzt ist sogar Toad vor. Toad Lucky 2 Yoshi. Oh my God. Was für ein enges Ding. Ich hab gedacht, ich kann gar nicht gewinnen. Selbst wenn ich Erster werde, es müsste Lucky 2 Zweiter werden. Dann hätte ich aber gleich schon mit Lucky 2 oder einfach mal ganz trocken Baby Mario. Aber ich denke, das passiert nicht. Oh, wow, wow. Aber selbst die Silbermedaille zu holen wird noch richtig schwierig. Mal sehen, was ich da jetzt noch raushauen kann. Also, das letzte Rennen jetzt hier. Und das ist Varios Abfahrt. Schön, dass wir wieder ein Skilevel, also so ein Schneelevel mit eingepackt haben und so. So, Vario, zeig mal dir ganz. Jau. Wir starten da oben. Ist das geil. Ist das halt so ein Rennen, was kein normales Rundenrennen ist, sondern einfach nur einmal nach unten geht? Kann das sein? Das würde ich feiern. Weil das gab es ja in Mario Kart 7 auch zum ersten Mal. Ich sag ja, diese Drifts, das ist für mich alles noch zu undurchsichtig. Weil ich mich einfach nicht dran gewöhnen kann, dass ich den so früh diesmal ansetzen muss. Normalerweise konntest du den in der Kurve ansetzen und dann ist gut, aber... Jetzt musst du den echt schon sehr früh ansetzen. Ja, Tatsache, das ist ein Abschnitt. Das ist sehr geil. Also, das wurde mit Mario Kart 7 erfunden. Das bedeutet so viel wie, man fährt einmal komplett von oben nach unten. Es gibt... Oh, jetzt ist mir dasselbe passiert wie Toad. Geil. Und... Also, kein normaler Rundenparcours. Das ist der erste aber jetzt auch. Und wahrscheinlich auch... Möchte fast sagen, ich befürchte, das ist der einzige. Die Idee ist gewöhnungsbedürftig, aber eigentlich nicht uncool. Ach du Scheiße. Nicht einmal eingetroffen, na super. Das wird so hart. Lucky 2 wäre aktuell sogar Erster. Wenn ich jetzt Erster werde, Lucky 2 wird Zweiter. Ey, dann könnte das hier sogar noch was werden. Aber ich befürchte, das wird nichts, weil ich einfach die Strecke nicht kenne. Und gleich irgendwo ganz böse irgendwo dagegen sammeln. Ja, was sag ich? Treffe mich gleich noch selber mit der Bombe. Okay. Oh, scheiße, Alter. Jetzt kommt da auf einmal Wario, ey. Bloß weil es deine Piste ist, weißt du? Ach, du Heilige. Boah. Was geht denn? Übelst das Slalom hier. Dritter. Was soll jetzt noch passieren, dass ich das noch schaffe? Jetzt müsste ein Stachelpanzer... Ich hab die 8! Zum ersten soll ich die 8. Oh scheiße, ich weiß doch gar nicht, wie ich die einsetzen soll. Oh, vielleicht so? Vielleicht so? Zweiter? Aber Lucky 2 muss doch Zweiter werden. Oh shit, oh shit, oh shit. Ne, wird nichts. Toad gewinnt!
Toad gewinnt. Ah, schade. Es gibt nicht das Traumfinale. Yoshi hätte sogar noch voll verkackt, aber Toad gewinnt das halt. Tja. Ich hätte Erster werden müssen, Lucky to Zweiter. Leider ist das nicht passiert. Ah, ärgerlich, ärgerlich, ärgerlich. Ja, Cooper, jetzt hast du mich enttäuscht. Jetzt hast du mich enttäuscht quasi. Ah, ärgert mich. Ärgert mich absolut. Das heißt für mich nur die Bronzemedaille. Das ist bitter. Das ist bitter. Cooper? Vielleicht sollte ich doch wieder mit Toad fahren. Das ist einfach der Mann, mit dem ich es kann. Gar nichts! Oh! Oh! What the hell? Okay, es gab auch noch nie so ein enges Rennen. Toad gewinnt vor Lucky Tune, Yoshi und mir. Ich fasse es nicht. Yoshi hat auch noch 44 Punkte am Ende bekommen, obwohl er sogar nur Fünfter, glaube ich, wurde. Das darf nicht wahr sein. Also total versagt gerade. Das ist nicht gut. Das ist nicht gut. Das muss ich besser machen. Aber das machen wir natürlich nicht im nächsten Part. Im nächsten Part möchte ich mich natürlich um den, was war es, Blood Cup, ne? Ja, Blood Cup, kümmern. Das heißt, wir holen, nachdem wir alle Cups durch sind, das Ganze dann noch auf. Vielleicht interessiert es euch auch gar nicht, wie ich es noch aufhole. Ich weiß nicht, das müsst ihr mir dann in die Kommentare schreiben, ob ich mich dann einfach auf Online konzentrieren soll und den Cup privat machen soll. Ich weiß es nicht. Da orientiere ich mich dann danach, wie viele Leute das interessiert, würde ich sagen. Gut, dann war es das von meiner Seite aus. Zum ersten Mal ohne Cup, ohne Pokal nach Hause. Traurig, traurig. Aber ich versuche das mit Toad im Blood Cup besser zu machen. In diesem Sinne, danke fürs Einschalten. Bis zum nächsten Mal. Ciao.